Sie können jetzt enorm sparen bei Ihrer Genossenschaft Lebensräume und das Stufe für Stufe. Beim Bezug einer Dreiraumwohnung bis zu 10% und damit etwa 350 Euro im Jahr. Durch den Etagenbonus. Jetzt informieren unter Telefon 03571 46 73 0, Hoyerswerda 46 73 0 und im Netz unter lebensräume-hy.de. Ein exzellentes Angebot Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Am Donnerstag, den 24. April, Tanzcafé im neuen Seenland Bowling Center. Beginn ist 14 Uhr. Die Cortinas spielen für Alt und Jung 4 Stunden Live-Musik. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Ein Fahrservice zum Nachhausebringen steht bereit. Wir bieten Raumvermietung für alle Feierlichkeiten im neuen Seenland Bowling Center. Alt gegen Neu, die große Polster- und Bettentauschaktion vom 9. bis 19. April im Möbelzentrum Großrechen. Egal welche Polstermöbel, welches Bett Sie sich jetzt aussuchen, so können Sie sich gleich unsere drei sensationellen Vorteile sichern. Sie erhalten bis zu 1.000 Euro Tauschprämie und die 0% Finanzierung. Und auch unsere kostenlose Lieferung und Montage Ihrer neuen Möbel. Erleben Sie unser neues Tempur-Matratzenstudio. Beim Kauf einer Tempur-Matratze und eines Tempur-Rahmens schenken wir Ihnen eine Tempur-Decke dazu. Nur bis zum 19. April die große Polster- und Bettentauschaktion. Möbelzentrum Großrechen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Herzlich willkommen zur Drehscheibe am Mittwoch, dem 16. April. Viele von uns haben eine kurze Arbeitswoche. Am Freitag beginnen die Osterfeiertage und viele nutzen die Zeit, um mit der Familie zu feiern oder um Ausflüge zu machen. Viel wichtiger als die Größe der Ostereier ist also das Wetter. Wir haben uns bei den Experten vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig schlau gemacht, was die nächsten Tage so bereithalten. Ja, liebe Zuschauer, ich melde mich hier aus dem Leipziger Stadtteil Holzhausen vom Deutschen Wetterdienst. Und damit es hier auch so ein bisschen osterlich wird, haben wir sehen es gerade auch, ein bisschen dekoriert, dass hier auch ein bisschen Osterstimmung aufkommt. Jetzt holen wir uns aber mal Rat von den Experten, wie denn das Wetter zu Ostern wird. Wir sehen es, es ist ein bisschen windig, einiges fällt auch runter. Mal schauen, wie es die nächsten Tage aussieht. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt sozusagen hier in die Schaltzentrale vorgedrungen. Der Tower ist hier sozusagen links neben uns und wir werden auch hier nochmal ein bisschen dekorieren. Aber da sind die Experten, die uns weiterhelfen können, deswegen gehen wir da jetzt rein. Und da sind wir schon, hier wird fleißig gearbeitet. Aber wir haben uns natürlich angemeldet. Und deswegen sagen wir jetzt schönen guten Tag, Florian Engelmann. Ich gebe Ihnen mal erstmal keine Hand, wir haben nämlich noch ein bisschen was zur Deko mitgebracht, aber schönen guten Tag trotzdem. Hallo. Herr Engelmann, es ist noch sehr wechselhaft draußen, der Wind pfeift. Wie können wir allgemein die Osterfeiertage wettermäßig beschreiben? Ähnlich, würde ich mal sagen. Also es bleibt doch insgesamt wechselhaft, muss man sagen. Also gerade der Freitag, viele Schauer, Gewitter, recht kühl, windig. Also so typischer Apriltag, muss man fast sagen. Aber danach kann man Hoffnung machen. Samstag, Sonntag sieht es deutlich besser aus. Also da kann man doch auch die Zeit im Freien verbringen, zumal es wärmer wird. 15 bis 20 Grad, so die Höchstwerte sachsenweit, also doch ganz gut auszuhalten draußen. Sonne wird sich immer mal zeigen, kann man nicht meckern. Kleines Schauerrisiko bleibt, das kann man aber meist im April gar nicht ausschließen. Danach wird es dann aber wieder etwas wechselhafter. Kann man denn eigentlich sagen, welche Region in Sachsen am besten dran ist? Wird es in Leipzig weniger regnen als in Dresden? Kann man irgendwas sagen? Wahrscheinlich ist es so, dass die westlichen Regionen ein bisschen benachteiligt sind. Gerade was den Samstag noch angeht, also da ist das Schauerrisiko auch zum Sonntag hin noch etwas höher als im Dresdner Raum zum Beispiel. Also je weiter östlich, desto wärmer ist es, aber halt auch umso trockener. Also da ist doch die Osterwahrscheinlichkeit für gutes Wetter besser. Okay, im Allgemeinen, Aprilwetter ist jetzt für Sie als Meteorologen, ist das ganz normales Wetter, wie wir es gerade haben? Das ist ganz normales Wetter, also das ist im April nichts Unübliches, da geben sich doch Sonne und Schauer häufig die Hand oder halt auch kurze Gewitter, so wie es dann jetzt auch mal auftritt. Was wir noch gern wissen würden, macht es denn Sinn, die Osterferien ein bisschen zu verlängern, nächste Woche noch ein paar Tage freizunehmen?
Also Sinn macht das sicherlich immer, aber vom Wetter her muss man sagen, es wird doch deutlich wechselhafter. Ich sage es schon, ab Montag dann wieder mehr Schauer und Gewitter, zum Teil dann auch wieder kräftiger. Wir kommen ja jetzt in eine Jahreszeit, da ist das dann nicht mehr Kaltluft geprägt, sondern dann zum Teil schon durch Warmluft auch geprägt. Sprich, es kann auch wirklich mal kräftig regnen und dann halt entsprechend auch den Tag dann vielleicht mal ins Wasser fallen lassen. Es ist aber nicht so, dass es ganz schlecht wird. Also die Temperaturen bleiben so nahe der 20-Grad-Marke. Also von den Temperaturen gibt es da wirklich nichts zu meckern. Es bleibt sehr mild für die Jahreszeit. Nur halt dieses Schauer- und Gewitterrisiko, das Erhöhte, das muss man dann halt in Kauf nehmen. Sollte man in seine Ausflugsberechnung mit einbeziehen. Alles klar, dann sind wir da jetzt zumindest drauf vorbereitet, genießen die Sonne, die uns zu Ostern erwartet und hoffen auf den Mai. Und damit zurück zur Drehscheibe. Danke, Tim Schädlich. Sachsens Spargelbauern sind übrigens mit dem Wetter sehr zufrieden. Heute hat offiziell die Saison begonnen und in Sachsen wird eine Erntemenge von 1000 Tonnen angepeilt. Das ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr, als kaltes und nasses Wetter die Spargelsaison verdorben hat. Mehr Aktuelles vom Tage sehen Sie gleich bei uns in den Nachrichten. Ein frohes Osterfest wünschen auf diesem Wege die Hauskrankenpflege Uwe Schweizer und der Patientenfahrdienst Schweizer. Informationen zur Hauskrankenpflege sowie zum Patientenfahrdienst erhalten Sie unter Horstwerder 600985 oder in der Ferdinand-von-Schill-Straße 27. Ihre Chance beim Elsterwelle-Gewinnspiel 5 aus 55. Täglich spielen und mit etwas Glück 5.555 Euro Sofortrente im Monat gewinnen. Einfach die 0137 822 0433 anrufen und gleich tippen. Übrigens, der Gewinnanspruch besteht für 50 Jahre und kann vererbt werden. Außerdem werden unter allen Mitspielern monatlich 150 Reisegutscheine im Wert von 150 Euro verlost. Also 0137 822 0433 anrufen und Gewinnchance sichern. Willkommen zurück bei der Drehscheibe. Polizei und Landeskriminalamt ist ein erfolgreicher Schlag gegen internationale Autoschieber gelungen. Drei Männer und eine Frau im Alter von 34 bis 45 Jahren aus dem Großraum Usti nad Labem wurden festgenommen. Sie sollen für fast 150 Autodiebstähle verantwortlich sein. Die Autos stammten vorwiegend aus Dresden und Umgebung, wurden nach Tschechien gebracht, dort zerlegt und die Einzelteile weiterverkauft. Mehr Nachrichten vom Tage haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Thomas Wendler aus Hoyerswerda hat am Mittwoch das Sächsische Lebensrettungsehrenabzeichen erhalten. Die Auszeichnung überreichte Oberbürgermeister Stefan Skora in Vertretung des Innenministeriums. Mit dem Abzeichen soll sein couragiertes Eingreifen im November vergangenen Jahres gewürdigt werden. Damals war eine Frau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Wendler war dazwischen gegangen und hatte später durch seine Zeugenaussage zur Überführung des Täters beigetragen. Am Mittwoch ist am Zooparkplatz der Asphalt aufgetragen worden. Nun müssen nur noch die Abnahme erfolgen und dann wird er pünktlich zum Osterfest nutzbar sein, hieß es aus dem Hoyerswerder Rathaus. Die Neugestaltung des Areals wurde vom Bauherrn des gegenüberliegenden Einkaufszentrums finanziert. Entstanden sind etwa 70 Stellflächen. Der Veranstaltungskalender für die Saison 2014 im Lausitzer Seenland ist da. Mehr als 140 Tipps und Ausflugsideen zwischen April und Oktober sind darin aufgeführt. Erst kostenlos, unter anderem in der Touristinformation am Hoyerswerder Altstadtmarkt erhältlich. Am Ostersamstag kreist über dem Bahnhof Hosener ein Hubschrauber. Mit ihm werden 30 neue Signale zu ihren jeweiligen Fundamenten geflogen und vom Bodenpersonal montiert. Deshalb und für den Umbau des Bahnüberganges Johannisthaler Straße wird der Streckenabschnitt Schwarzkolm-Schwarzbach einschließlich des Bahnhofs Hosener von Donnerstag bis zum Dienstagmorgen gesperrt. Schaulustige sind am Samstag bei der Montage übrigens durchaus erwünscht. Erika Poschke-Frost, die stellvertretende
stellvertretende Sprecherin der Bahn erklärt. Für alle Anwohner und Interessierte gibt es die Möglichkeit, am Samstag jeweils um 10, 12 und 14 Uhr auf einer Baustellenbegehung mit dem Projektleiter sich die aktuellen Bauarbeiten zeigen zu lassen. Und wer natürlich großes Interesse am Signaleinfliegen hegt, der kann natürlich auch außerhalb des Gefahrensbereiches dort schauen, wie die Hubschrauber die Signale einfliegen und wie diese dann montiert werden. Das geplante 10. internationale Bildhauersymposium steht derzeit auf der Kippe. Im Sommer soll das Spektakel nach einer langen Pause eine Fortsetzung im Hoyerswerda Zoo erleben. Das Vorhaben sorgte bisher für Aufsehen und Begeisterung. Binnen weniger Tage gewann die Idee mehr als 100 Fans. Allerdings kann das Symposium nur stattfinden, wenn insgesamt 10.000 Euro über Spenden gesammelt werden können. Bislang, so Kerstin Noack, die Prokuristin der Zookultur und Bildung GmbH, habe man im Rahmen der Spendenkampagne aber nur rund 750 Euro zusammen. Eine kleine Chance gibt es noch, wenn bis zum 9. Mai doch die geplante Spendensumme erreicht wird. Die Spendendaten sind übrigens auf unserer Homepage elsterwelle.de zu finden. Mit einem offenen Brief haben sich die Bewohner des Hoyerswerda Asylbewerberheimes an die Bevölkerung gewandt. Sie bitten dabei um Hilfe, damit weitere Übergriffe auf Kinder oder Mütter verhindert werden. Zudem wird um Verständnis gebeten, dass der Kontakt derzeit noch schwierig sei, da man erst langsam Fortschritte beim Erlernen der deutschen Sprache mache. Auch die verschiedentlich verursachten Delikte wie Rangeleien oder Diebstähle von Heimbewohnern sollten nicht dazu führen, alle Asylbewerber zu verurteilen, heißt es in dem Schreiben. Wir haben es schon zu Beginn der Sendung gehört, das Wetter zu Ostern wird recht wechselhaft. Wir werfen gleich noch einen Blick auf die Temperaturen der nächsten Tage. Außerdem haben wir dann die Veranstaltungstipps für Sie. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Das Sparkassenfinanzkonzept ist uns einfach voraus. Mithilfe dieses Beratungsbogens kann die Sparkasse ganz individuell die finanzielle Zukunft jedes Kunden planen. Zukunft? Das kann ich auch so. Jungfrau, Finanzen. Lassen Sie die Finger von allem, was mit Geld zu tun hat. Sie neigen zu unbedachten Ausgaben. Ihnen fehlt es an Wissen und Weitsicht. Und Liebe? Zukunft mit Plan statt 0815. Das Sparkassenfinanzkonzept. Der Hoyerswerda Jugendstadtrat hat sich neu formiert, will auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit treten, unter anderem mit alten, aber auch mit neuen Zielen. Fangen wir mal mit dem alten Ziel an, der Grillplatz. Was wird nun? Wir hoffen, dass wir endlich dieses Jahr den Grillplatz einweihen können, nach langer, langer Planung. Wir haben uns auch die 48-Stunden-Aktion als Hilfe dazugenommen und versuchen, das dieses Jahr in die Tat umzusetzen. Inwieweit ist die Finanzierung geklärt? Die Finanzierung, das läuft alles über diese 48-Stunden-Aktion und dadurch sollte das eigentlich kein Problem sein. Jetzt brauchen wir bloß noch tatkräftige Unterstützer. Ein weiteres Thema ist mit dem Asylbewerberheim verbunden. Ihr plant so eine Art Begegnungscafé. Ja, mit der Initiative Hoyerswerda hilft mit Herz möchten wir einen Nachmittag mit den Asylbewerbern dort verbringen und bei lockerem Beisammensein einfach die Kultur von denen kennenlernen und auch ein bisschen was von Hoyerswerda erzählen. Inwieweit wollt ihr da so andere Jugendliche mitnehmen? Es ist jeder recht herzlich eingeladen, der mit den Asylbewerbern in Kontakt treten möchte. Es ist jetzt aber nicht so, dass das bloß eine Öffentlichkeitssache sein sollte. Wie sieht es eigentlich aus? Das nächste Thema, was ihr angeschnitten habt, ist eine Freizeitmesse. Was stellt ihr euch da vor? Wir möchten die ganzen Unternehmen oder Vereine in Hoyerswerda nochmal an einem Punkt zusammenbekommen, damit sämtliche Schüler auch sehen, was es in Hoyerswerda zu boten gibt. Die Aussage, in Hoyerswerda ist nichts los, man kann nichts unternehmen, es wird einem nichts geboten, ja, dem wollen wir aus dem Weg räumen. Wie sieht es eigentlich aus? Ihr habt euch neu formiert, habt einige Ziele gesteckt. Gibt es noch mehr? Also wir sind über Anregungen jederzeit dankbar und versuchen natürlich auch das, was uns vorgeschlagen wird, in die Tat umzusetzen. Wir wollen jetzt erstmal schauen, dass das jetzt, wo es so gut läuft, dass das bestehen bleibt und mal schauen, was wir dann im neuen Schuljahr alles wieder erreichen werden.
Junge Leute haben Ideen, sicherlich auch manche aus dem älteren Semester. Kann man so einfach mit euch in Kontakt treten? Das ist gar kein Problem. Also jederzeit, die Vertreter aus der Schule können natürlich angesprochen werden. Man kann uns im Internet eine Mail schreiben über jugendstadtrat@hoyerswerda-stadt.de oder einfach anrufen oder einen Brief schreiben und den einfach dem Amt zukommen lassen. Das ist ja hübsch. Gibt es so mittelfristig, langfristig schon irgendwas, was ihr euch so noch in den Kopf gesetzt habt? Direkt Ziele haben wir jetzt nicht. Erstmal das dieses Jahr, ihr Schuljahr zu überstehen mit dem, was wir geplant haben, das in die Tat umzusetzen. Ja. Dann wollen wir es auch nicht großartig in die Länge zerren. Ich wünsche euch für eure Ziele toi 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 und dass wirklich alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Das BITS-Mobil der Agentur für Arbeit Bautzen hat am Donnerstag in der Hoyerswerder Lausitzhalle letztmalig geöffnet. Jugendliche können sich dort nochmals über Ausbildungsberufe, deren Anforderungen und Inhalte sowie über Studiengänge informieren. Geöffnet ist von 8 bis 12 sowie von 14 bis 16 Uhr. Ein Frühstückstreff für junge Muttis steht am Donnerstag im Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda um 9 Uhr im Programm und ab 15 Uhr wird eine Schüler-Hausaufgabenhilfe angeboten. Im Cinemotion in Hoyerswerda laufen ab Donnerstag in der neuen Programmwoche unter anderem der Actionstreifen Amazing Spider-Man 2, der Science-Fiction-Film Divergent – Die Bestimmung und der Trickfilm Lego The Movie. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda steht am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr das Bemalen von Ostereiern nach sorbischem Brauch im Programm. Blutspenden kann man am Donnerstag in Bernsdorf. Zum Aderlass wird in der Zeit von 15 bis 19 Uhr in die Bernsdorfer Oberschule aufgerufen. Im Natz in der Hermannstraße in Hoyerswerda können Mädchen und Jungen am Donnerstag ab 15 Uhr einen Blumentopf mit Frühjahrsblühen verzieren. Im Lausitzcenter Hoyerswerda zeigt am Donnerstag innerhalb der Osterdorfwoche an der Osterbühne die Puppenbühne Kunterbunt ab 16.30 Uhr die Stücke Hase und Igel und Kaspar und der Osterhase. Innerhalb der 49. Hoyerswerda Musikfesttage erklingt am Donnerstagabend im Forumsaal der Lausitzhalle slawische Musik. Los geht's um 19.30 Uhr. Nachts gering bewölkt oder klar und trocken, die Tiefstwerte liegen zwischen plus einem und minus 3 Grad. Am Donnerstag gibt es viel Sonne, später kommen von Nordwesten ja lockere Wolkenfelder. Es bleibt weiterhin trocken bei maximal 14 bis 17 Grad. Das war die Drehscheibe für Mittwoch. Morgen geht es bei uns unter anderem ums Osterfest. Wir haben uns umgehört, welche Veranstaltungen es in Sachsen gibt. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.